Wir haben für Jonas, meinen Partner, und ich heiße Magnus, wir haben eine Gedenkstätte gebaut für Jonas, seine Katze, weil sie gestorben ist. Und deswegen haben wir sie eben gebaut, weil wir wollen sie eben mäßig verehren, dass sie immer noch weiterleben sollte, aber leider ja gestorben ist. Und deswegen haben wir für sie eben hier eine Gedenkstätte gebaut. Dann haben wir hier eine kleine Ferienwohnung gebaut, nämlich ein Ferienbogen. Und sag ich mal, dass man eben für 4 Dias hier vorne an diesen drei Kollegen, also zwei Kollegen, für 4 Dias eben die Ferienwohnung bauen können. Dann haben wir hier eben noch Statuen hinplatziert. Und dann haben wir eben hier, ist es ein Wohnzimmer und eine Küche, also ein Aufenthaltsraum und was ein kleines Esszimmer mit einem leckeren Kuchen. Hier ist das Schlafzimmer mit einem kleinen TV und ein gelbes Bett. Und ein paar Kerzen zur Beleuchtung. In der ersten Etage haben wir ein Kinderzimmer, wo drei PCs, zwei Computer stehen, drei Betten, zwei in Orange und eins in nochmal in Orange. Und da haben wir dann noch einen Kleiderschrank gebaut, wo die Kinder sich auch eben verkleiden können. Und wir haben noch einen kleinen Fußball in der Ecke hier unten gebaut, dass sie sich auch unterhalten können. Im anderen Raum haben wir ein Badezimmer gebaut, nämlich mit einer Sauna, mit einer Dusche und mit einem Dampfbad und einem Waschbecken. Hier haben wir einen Dia-Raum, damit, sag ich mal, unsere Einkommen hier gelagert werden. Hier haben wir verschiedene Köpfe von verschiedenen Leuten, die sehr viele Köpfe mäßig als Ausstellung, dass man die sich angucken kann und ausprobieren kann. Und auf dem Dach haben wir einen Pool mit einem Springturm und einem Gehege, was noch befüllt werden wird. Unten im Keller haben wir dann nochmal einmal einen Goldraum, wo auch unsere Sachen gelagert werden müssen. Einmal einen Fa Fassraum, wo ein Kistenlagermäßig als Aufenthaltsraum oder ja, als Aufbehaltungsraum von Sachen, ein Lager für Sachen für. Und dann haben wir hier noch eine Werkstatt. Hier drüben hat mein Freund nämlich seinen Flughafen gebaut, mit sehr viel Beleuchtung und so. Ja, also er kam nicht bis Ende, aber es sollte hier ein Flugzeug fliegen oder nicht fliegen, also stehen und immer, sage ich mal, stehen. Also in Chemnitz war eben einmal ein Flughafen, aber der ist eben, weil er zu alt war, eben abgerissen wurde. Da steht jetzt eine Apotheke und die heißt eben am alten Flughafen. Und deswegen haben wir den Flughafen gebaut, dass eben Chemnitz weiter so betriebsfähig wird, dass man eben von Chemnitz überall hinfliegen könnte. Nach Tschechien, nach Leipzig, nach Erfurt.